Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jagen mit Pratze. Und heute im Multiplayer mit dem Forstheld, den vielleicht einige von euch auch kennen von YouTube her. Willkommen, Forstheld. Ja, hallo. Ich freue mich natürlich, dass wir heute zusammen jagen gehen können. Und wir haben uns auch ein bisschen, was Nettes ausgedacht. Und zwar wollen wir am Logos Point jagen. Und momentan läuft gerade auch ein Wettbewerb im Multiplayer. Und zwar der Recurve-Bogen-Wettbewerb auf Weißwedelhirsche und Maultierhirsche. Ja, und dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht den einen oder anderen strecken können und vielleicht uns in dem Wettbewerb einen ganz netten Platz erarbeiten können. Aber ja, da freue ich mich schon drauf. Also ihr kennt mich, ich bin jetzt nicht so der Wettbewerbjäger, aber ich finde das ab und zu sehr interessant und deswegen habe ich mir sozusagen gleich mal einen Profi an die Hand genommen. Du jagst ja schon ziemlich viele Wettbewerbe, wenn ich das richtig weiß. Ich mache es meistens so, also dass ich zum Jagen gehe, wie viele auch, relativ normal. Ich schaue halt aber immer vor der Jagd, was für Wettbewerbe sind aktiv und versuche dann meine Waffenauswahl auf die Wettbewerbe anzupassen, dass wenn wirklich mal ein außergewöhnlich großes Tier da ist, dass ich mir die Chance gebe, in dem Wettbewerb auch was zu erreichen. Und so über die Zeit habe ich da doch schon den ein oder anderen Erfolg haben können. Genau, und wir gehen also heute auf Weißwedel und Maultierhirsch primär, lassen aber alles andere jetzt auch nicht komplett außen vor, also um einfach die Folge so interessant wie möglich zu gestalten. Und wie ihr schon sehen könnt, außergewöhnlich auch dein Outfit heute. Sieht echt cool aus. Ich hab's halt ein bisschen gemixt. Ich mag die Schlangenlederschuhe, das ist ein Ausdruck meiner Individualität. Und nachdem wir mit dem Recurve-Bogen jagen, müssen wir ja relativ nah an die Tiere ran. Und da fand ich jetzt die Summer Camo als Jacket gar nicht so verkehrt. Und die Hose, die ja angeblich geräuschreduzierend auf die Hirschartigen ist, dass man sich auch ein bisschen bewegen kann, sollte eigentlich schon passen. Vielleicht bis auf die Schuhe, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich find's cool. Also ja, Waffenauswahl ganz schnell jetzt. Ich nehme ja die Stambeco mit, die 7mm Magnum. Wie heißt dieser Lauf nochmal? Kipplauf, genau. Und dann auch wieder vorstellt natürlich auch wegen der Competition den Recurve. Und dann nehme ich noch einen Revolver an die Hand und das ist der 44er. Okay, und logischerweise habe ich auch den Recurve dabei. Ich habe noch den Inline Muzzle Loader mit beiden Kalibern dabei, dass wir Schweine und die Hirsche jagen können. Und falls ein Fasan oder ein Kanickel unseren Weg kreuzt, noch die 22er Grasshopper Pistole. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg und holen euch wieder dazu, wenn was Spannendes passiert. Genau, bis gleich. Also, willkommen zurück. Wir haben jetzt hier vor uns eine Gruppe Maultierhirschmännchen. Ja, jetzt kriegen wir auch einen Call. Und, oh, der links sieht gut aus. Oh, der sieht echt gut aus. Hey, da müssen wir uns jetzt was Gescheites überlegen. Ja, genau. Und wir haben vorhin vielleicht kurz noch, was wir vorhin nicht erwähnt haben, wir haben Urinspray mitgenommen. Genau. Und das ist das, was jetzt zum Einsatz kommen wird, denke ich. Sollen wir das Tarnzelt noch zum Einsatz bringen? Meinst du, das können wir irgendwie deichseln von der Distanz her? Oder meinst du, es ist keine gute Idee? Also ich würde fast darauf verzichten. Wir haben hier ja einen leichten Abhang. Ja. Wir können hier gucken, dass wir irgendwo einen schönen Platz finden, wo wir uns hinlegen können und trotzdem noch was sehen. Selbst im großen in dem tiefen Gras. Genau. Also ich sag's nochmal, auch wenn ich schon öfter erwähnt habe, das, was auch richtig viel Spaß macht, ist einfach in die Situation reinkommen und dann planen, was ist zu tun. Das macht mir persönlich fast am meisten Spaß an dem Spiel. Und das ist auch tatsächlich ein ganz entscheidendes Ding, um erfolgreich zu sein. Also zu planen, wie gehen wir jetzt vor? Und ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir legen uns da drüben an den Hang, da ist auch nicht so viel Vegetation. Machen wir einen Punkt hin, da, das ist ja jetzt 34 Meter weg. Und Vorschlag ist, dass wir auf 20 Meter Entfernung dann unseren Sprühpunkt setzen. So können wir es machen. Und da müssen wir halt echt hoffen,
dass der Gute weit vorne kommt, weil die öfter mal, wenn sie das Interesse verlieren, dann auch gerne mal einfach weiterlaufen in die Richtung. Und da kann es dann immer eng werden. Aber es ist ja kein Problem, wenn man mal schießen und die anderen dann wieder reincallen. Das geht ja alles. Genau. Ich call jetzt auf jeden Fall mal, weil die sind schon relativ weit weg, dass die sich mal in unsere Richtung aufmachen. Zweimal war unnötig. Aber das ist auch eine wichtige Info. Also wenn ihr diese Geruchssprays verwendet, dann müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, dass die nur auf einen Radius von 100 Meter wirksam sind. Das heißt, man sollte es immer mit einem Call kombinieren, der nach Möglichkeit weiter entfernt von den Tieren ist als die Geruchsquelle. Damit kann man praktisch die Tiere in den Radius der Geruchsquelle locken, wobei die dann, wenn sie den Radius erreichen, sofort auf den Geruch gehen und dann nicht mehr zu einem selber hinkommen, obwohl man vielleicht von hier weiter hinten weiterhin callen würde. Und ihr seht, das ist jetzt auch wichtig. Ich habe mir hier ganz bewusst eine Stelle ausgesucht, die A am Hang ist und B keine Bodenvegetation hat. Kein Bewuchs, genau. Weil hier kann ich mich jetzt super hinlegen und ich habe alles im Blick. Ich wollte jetzt noch was erwähnen, das habe ich jetzt gerade mit dem Geruchsspray, genau. Wann das sinnvoll ist. Gerade wenn wir jetzt hier mit dem Bogen jagen müssen und ein ganz bestimmtes Tier wollen, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn das Gruppentiere sind, wie die Maultierhirsche oder auch männliche Wapitis. Und gerade bei den männlichen Wapitis hat es noch einen zweiten Vorteil, der Call auf die Wapitis wirkt ja nicht so lange. Genau. Das heißt, die kommen dann, oft muss man dann nochmal callen und dann laufen sie immer auf einen drauf und dann ist es schwer, die Tiere an den Punkt vor sich zu bringen. Und da ist das Urinspray auch wirklich super, weil es länger wirkt und dann kann man die Tiere in eine gute Position vor sich hin manövrieren. Genau. Und gerade bei der Bogenjagd und gerade nochmal extremer bei der Recurve-Bogenjagd, also bei der also ich kann es nicht genug betonen, wie wichtig es ist, sich optimal zum Tier zu positionieren. Wie man das schlussendlich hinkriegt, ist sehr individuell und da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Aber wir haben jetzt mal uns für die, wie ich finde, sehr einfach zu handhabende Geruchsspray-Taktik. Ja, also ich würde jetzt, wenn das jetzt ein großer Weißwedel gewesen wäre, wäre meine Taktik, ich würde mir wieder die gleiche Position suchen wie hier auch, aber ich würde aufs Geruchsspray verzichten und ich würde ihn direkt auf mich zucallen, dass er ganz gerade auf mich zuläuft, weil dann habe ich einen super Schuss. Wenn der gerade vor mir steht auf 15 Meter, schieße ich ihm die Halswirbel und das funktioniert top. Genau, aber bei der Maultierhirschherde muss man halt berücksichtigen, dass es eine Herde ist und da kann man halt leider nicht ein einzelnes Tier rauscallen. Ja. Oh, das ist jetzt. Oh, und das wird jetzt auch spannend. Der kommt von hier oben, alles klar. Gut, dann wird's halt spannend. Schauen wir mal. So sieht's aus. Also was wir jetzt eigentlich hoffen müssen, ist, dass dieser, der hinter uns ist, der ja deutlich näher ist, dass der so früh kommt, dass wir ihn mit dem Recurve-Bogen erlegen können, dass er sofort, also mit einem Instant Kill, dass er direkt zu Boden geht und die anderen nicht vertreibt. Genau. Und selbst wenn er nicht instant zu Boden geht, können wir immer noch darauf hoffen, dass er in die andere Richtung flüchtet, was ja so gegeben wäre, wenn er von hinter uns kommt, dann könnte es auch nochmal gut gehen. Also das ist jetzt nicht die schlechteste oder schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann. Richtig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt alles ein bisschen dauert, ich weiß jetzt nicht, sollen wir vielleicht... Genau, jetzt machen wir einen kurzen Cut und sind dann wieder, sobald hier sich die Action entfaltet. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, ihr merkt, die Situation wird langsam eng. Der Maultierhirsch von hinten ist jetzt sehr nahe und ich... Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Also wir haben die Schritte gehört. Wenn wir die Schritte hören, wissen wir, er ist 30 Meter weg. Er läuft jetzt weiter auf uns zu, also jetzt müsste er irgendwo um die 20 sein. Genau, jetzt entscheid mal ganz schnell, dass du der Schütze bist. Okay, dann würde ich jetzt nämlich einfach, weil ich kann ihn ja nicht sehen... Ich gehe jetzt einfach hoch mit dem Bogen. Also ich wechsle einfach auf den Bogen in der Hoffnung, dass ich ihn erkenne. Ja, da steht er. Und er ist auch schon wirklich nah. Jawohl. Ja, wunderbar. Und dann schnell wieder mit Tab den Bogen weg, dass man sich wieder auf den Boden legen kann. Perfekt. Das hat so. Jetzt wirklich super geklappt. Ich die hatte Situation nur einen leichten ist, Lag. Ich auch. Okay. Aber das ist nicht so schlimm. Die Situation haben wir jetzt sehr gut geklärt. Das ging auch jetzt so schnell, dass wir den Bock eigentlich gar nicht genauer sichten konnten, aber
sei es jetzt drum, es war klar, es ist ein Bock. Und jetzt warten wir einfach mal, bis da vorne sich was tut. Bis jetzt haben wir sie noch nicht erblickt. Und ich hoffe mal, dass die immer noch auf dem Weg zu uns sind. Ja, und selbst wenn das jetzt nicht der Fall ist, ist ja, also ich sehe das immer so, große, da war ja ein großer dabei oder ein vermeintlich großer, also der sah stark aus. Und den überhaupt erstmal zu sehen, ist schon der größte Erfolg, weil jetzt kann man ja dann immer noch mit tracken, selbst wenn sie wegrennen oder so. Wir haben mal einen gefunden. Das ist ja eigentlich die Hauptschwierigkeit. Genau, das ist richtig. Also wir sind immer noch sehr gut aufgestellt. Und jetzt warten wir aber hier einfach noch, wir sitzen es noch ein bisschen aus und dann nehmen wir euch dazu, wenn entweder die Entscheidung fällt, dass wir irgendwas anderes jetzt versuchen müssen oder aber, wenn dann hier was losgeht. Bis gleich. Ja, hallo, willkommen zurück. Wir haben uns jetzt entschieden. Wir haben jetzt hier nochmal 6 Handarbeitminuten gewartet. Die Tiere scheinen nicht mehr zu kommen. Die sind auch am Ende, als wir sie im Anblick hatten, in den Trab übergegangen. Deswegen vermuten wir, dass sie weggetrabt sind. Deswegen sammeln wir jetzt mal hier, schauen uns den mal genauer an. Da hat man ja wenig Zeit dazu. Das stimmt. Weil ganz so verkehrt war der auch nicht. Jetzt der war auch nicht verkehrt, ne? Ja, ich tippe ihn so auf 160, 150. Oh, der hat hier eine abnormale Sprosse. Ja, dann 150 ist mal so mein Guess. Sammle ich ihn mal auf. Ja, 142. Und wir haben getroffen, Schulterblatt und 2 Lungen. Auf 10 Meter. Das wunderbar. Ist gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns noch einen Trophy-Shot, oder? Genau. Ja. Alles klar. Dann machen wir jetzt mal uns auf die erweiterte Planung und Verfolgung. Aufs Ziel sind wir ja jetzt schon eingeschossen. Und wir nehmen euch dann wieder dazu, sobald es was zu vermelden gibt. Genau. Ja, willkommen zurück. Wir haben jetzt beim Tracken von der Gruppe einen Call bekommen. Ich nehme den mal auf. Zeige ihn euch. Und zwar dort unten. Und wie ihr seht, wir sind hier strategisch eigentlich in einer ganz günstigen Position. Wir stehen hier oben am Hang. Und ich werde es mal versuchen mit dem Glas, ob wir dort unten nicht Hirsche schon erblicken können irgendwo. Ja, ich gucke auch schon. Oh, ich sehe einen. Ja, ich sehe einen. Ja, der mit dem Kopf gerade unten war, oder? Ja, genau der. Da ist und die ganze rechts Gruppe. Davon ist noch einer. Ja, genau. Und ganz weiter rechts hinten im Wald auch noch. Ich sehe 3 Stück momentan. Ja. Oh, und der große ist ganz hinten. Ja, wollte gerade sagen. Ganz hinten ist der große. Wow, geiler Anblick. Jetzt müssen wir aber handeln, vielleicht auch relativ früh callen diesmal. Nee, weil diesmal können sie uns nicht weglaufen, wenn du auf den Huntermate guckst. Oh ja, stimmt, da ist ja vom Gelände da ist Ende. Her Ende. Genau. Links von uns ist ein Schwein, drauf achten. Da links ist ein weißes Schwein, wenn du in die Hocke gehst, kannst du es sehen. Ich sehe es. Ein Weibchen, ich spot's mal schnell. Okay. Oh, mein Wellensittich macht jetzt gerade Terror, egal, einfach ignorieren. Pass mal auf, bleibst du gerade da mal. Du kannst doch an mir sehen, wie weit ich weg bin. Genau, 9 Meter jetzt, 10. Ja, genau. Sonst bin ich da vorne vielleicht bei 15, oder? Ja, jetzt bist du bei 16, 17, 18. Ja, das ist doch ganz gut. Ich hätte jetzt gesagt, weil hier ist so ein kleines... Genau, das ist perfekt. Jawohl. Auf was ich gerade geguckt habe, ist, hier haben wir eine kleine ebene Fläche. Weil wenn die Tiere im Hang stehen, dann sind die Organe manchmal ein bisschen verdreht. Ja. 18 Meter wäre das jetzt von meiner Position aus. Ja, das trauen wir uns doch zu, oder? Das trauen wir uns sehr wohl zu. Übrigens, der Forstheld macht jetzt hier Folgendes, und zwar er callt, das haben wir vorher schon besprochen, wegen der Distanz, und er bringt auch noch Urinspray aus. Genau. Damit wir da nicht irgendwie nochmal runterlaufen müssten. Wobei jetzt hier vermutlich... Hätte es vielleicht gereicht, ja. Hätte er Calls getan, weil die Tiere sind nicht so weit weg. Und ja. Es ist halt so die sichere Variante, wo man sich dann praktisch gar keine Gedanken machen muss. So, und ich sehe sie auch schon durch die Bäume blitzen. Und ich noch nicht. Die sind in unserer Richtung jetzt unterwegs. Ja, genau. Hier der Kleine. Der Kleine links und dann rechts davon. Ich kann jetzt gerade einen spotten, 90 bis 185. Das ist natürlich nicht den wir haben wollen. Nee. Der ist jetzt schon besser. Jetzt kriegt man nochmal einen Call rein. 75 bis 120 hat der, gehört auch dazu, das sehe ich daran, dass ich schon
drei Spuren aufgenommen habe von dem. Okay, und da ist der große geradeaus. Ja. Wahnsinn. Der jetzt auf der, ja, aber der ist nicht so groß, wie ich gedacht habe. 95 bis 190, sagt er bei mir. Bei mir 100 bis 195. Naja, schauen wir einfach mal. Also wir nehmen den natürlich trotzdem gern. Das ist trotzdem ein schöner Hirsch. Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir halt vorstellen, dass der vielleicht im Bereich atypische Sprossen vielleicht ein bisschen was am Start hat, beziehungsweise hoffentlich nicht, weil sonst wird er nämlich noch kleiner als diese Anzeige. Wenn ich den richtig im sehe, ist das so diese Geweihform, die bei 180 etwa anfängt. Genau. Also ich denke schon, auch wenn wir jetzt nur bis 190 und eine relativ weite Größe nach unten haben, also 100 ist totaler Unsinn, ich tipp den jetzt so vom Anblick auf 180 Punkte. Das wäre aber, das würde ich nehmen. Da würde ich auf jeden zusagen. Fall. Vielleicht noch kurz für euch zur Info. In dem Wettbewerb momentan, der erste hat 400 Punkte, der dritte 360. Also mit 280er Hirschen wären wir schon in den Top 10 ganz gut dabei. Deswegen wollen wir den jetzt schon mal. Aber ich würde fast sagen, wir pausieren nochmal, oder? Weil genau, wir pausieren nochmal. Wenn der erste Hirsch hier vor uns steht, holen wir euch wieder dazu. Genau, alles klar. Bis gleich. Okay, Freunde, es wird jetzt langsam, ja, ich will nicht sagen brenzlig, aber langsam geht es jetzt hier ans Eingemachte. Und der Forstheld sagt euch jetzt auch noch gleich mal was dazu, während ich hier mein Geruchsspray nochmal nachlege. Also Bratze ist jetzt erstmal dran mit Schießen. Wir haben uns davor geeinigt, dass wir uns einfach immer abwechseln. Das heißt, ich kann euch ein bisschen was erzählen. Und jetzt gilt es einfach, die werden ja jetzt alle an den Geruchspunkt kommen, diese Hirsche. Und jetzt heißt es einfach Nerven bewahren und warten, bis der Große da ist. Und wenn die jetzt beginnen, auf uns zuzulaufen, dann einfach zocken. Hoffen, dass sie uns nicht mitkriegen und so lange warten, bis der Große da ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie wegrennen. Und dann müssen wir halt uns nochmal die Arbeit machen und sie tracken. Aber es macht jetzt keinen Sinn, hier anzufangen, diesen kleinen Hirsch zu schießen. Genau, so wie sich die Situation hier entwickelt. Genau, der läuft jetzt nämlich schon auf uns zu. Genau, jetzt zock mal einfach. Das Einzige, wenn wir merken, dass er jetzt Wind von uns nimmt, aber genau. Das tut er nicht. Und da kommt jetzt der Große hinten vor. Ja, und ab jetzt kann man dann schon, wenn wir jetzt merken, die kriegen uns mit, kann man dann schon versuchen, den Großen zu schießen. Weil jetzt ist er ja schon. Jetzt ist er schon auf 20 Meter. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich gehe es mal. Ich würde warten, bis er steht. Ja. Am besten soll er so breit stehen bleiben und nicht hinter dem anderen. Ja, jetzt. Das geht, genau. Ja, du hast ihn auf jeden Fall erwischt. Ja, sieht aber nicht so gut aus. Es war ein bisschen tief. Ja, genau. Wenn ich es richtig gesehen habe, war er ein bisschen tief. Egal, ich habe getroffen. Ja, wunderbar. Wir sehen sie. Jetzt könnt ihr vielleicht wir können nochmal warten. Da kommt. Ich wollte gerade sagen, an vielleicht eine taktische Situation allgemein, jetzt nicht nur wegen Wettbewerb. Wenn ihr an so Stellen seid wie wir hier, wo die Tiere vor uns überall nur keine Möglichkeit haben, wirklich weit weg zu rennen, dann einfach jetzt hier ganz cool bleiben. Ihr könnt jetzt entweder mit dem Gewehr, weil callen können wir sie ja jetzt nicht, weil sie nervös sind, aber wir könnten jetzt noch eine Dublette mit dem Gewehr schießen. Das können wir doch vielleicht gleich noch machen. Das können wir versuchen. Hier kommt aber links einer nochmal ganz nah, der gar nichts mitbekommen hat. Der wird jetzt okay, den können wir auch mit dem Bogen. Und hier rechts steht einer. Siehst du den? Rechts. Rechts hinter den Fichten. Vielleicht musst du ein bisschen nach links robben. Ja, das muss ich bestimmt. Moment. Wenn du ein bisschen links zur Seite, dann steht links von den Fichten, zwischen Busch und Fichte. Oh ja, sehe ich, ja. Weil der ist nervös. Der wäre zum Beispiel perfekt zum Erlegen. Nicht erlegen. Ja. Genau. Und dann können wir uns ja auf die zwei, wenn wir denn. Also ich hätte den anderen hier im Visier, wenn du diesen ganz kleinen. Dann nehme ich. Ja, genau. Und. Dann machen wir das doch.